Na, wir können noch eine Soljanka kochen. Was hältst du davon? Ja, Soljanka aus KaßLER. Okay? Ja! Ja, dann machen wir Soljanka. Oh, kick mal, das schneit wirklich. Ja. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal in die Küche. Ich guck nach, bereite alles vor. Okay? Yeah. Jetzt habe ich den Knochen hier rausgelöst. Hier ist noch viel, viel Fleisch dran, wie man das so sieht. Und wir brauchen ja für die Soljanka eine Brühe. Ich habe mir hier schon ein bisschen noch zusätzliches Fleisch vorbereitet. Das kommt jetzt mit Lorbeer, so 8-9 Stück. Kein Salz, nichts, gar nichts. Nur mit Lorbeer und wird gekocht, bis es weich ist und vom Knochen abfällt. Okay, let's go. Lorbeer. Wie viel? Oh, so 8, 9, 10 Stück. So. Machen wir noch eins. Und so. Danach? Und das muss jetzt erstmal kochen. Wo haben wir eine Minute? Stunde? Ja, so ungefähr eine Stunde. Und nach einer halben Stunde. Cooking for one hour or more than eine Stunde ungefähr. Und dann kommt das Fleisch hier noch dazu. Weil wir brauchen ja für die Soljanka noch ein bisschen Fleisch. Weil hier ist zwar viel dran, aber es soll ja für alle reichen. Kommt noch was dazu. So, zusätzlich brauchen wir Gewürzgurke, Tomatenmark und entschuldige Zimt. Und Paprika. Gerostet, das ist okay, weil es wird ja gekocht. Und da brauchen wir nicht mehr dazu. Ich bereite mir jetzt die Gewürzgurken zu. Die werden geschnitten in kleine Stücken. Anne, hast du nicht gesagt, das ist KaßLER? Ja, und? Scheiße! Steht ja da, KaßLER. Nein, man das kann es auch aus Geflügel machen, aber wir wollen aus KaßLER, weil es herzhafter ist. Ich habe gedacht, das war frisch. Nee. Das ist, ne, was du meinst, ist eine Salatgurke, die nimmt man für Salat, aber nicht für Soljanka. Die ist ja auch viel würziger. Immer mit Soljanka ist Gewürzgurke? Ja. Okay. So, man macht so, wenn man hat ein Kilo Fleisch, wird das ungefähr, also brauchen wir ungefähr ein Kilo Gemüse, also Paprika und Gurke. Wer will, kann auch Zwiebel nehmen, aber ich mache heute keine ran, weil wir Zwiebelbrot haben. Zwiebel-Apfelbrot. Und doppelt muss man nicht machen. So, noch zwei. Den Gurkensaft aufheben, den brauchen wir für die Soljanka. So, das war's. Das stellen wir erstmal beiseite. Wir haben alle Zutaten da. Und jetzt müssen wir warten, bis die Knochen kochen. Eine Stunde. Ungefähr. Ungefähr ist circa. Was ist circa?
Was ist es? Es kann auch schon nach 45 Minuten. Scheiße, Hani, mehr oder weniger? Circa. Ja, wir müssen jetzt warten. So, jetzt ist das Fleisch, hat gekocht. Es ist schön so bissfest. Und jetzt schneiden wir dieses in kleine Stücke für unsere Soljanka. Mit Knochen auch? Ja, alles Fleisch, was auch am Knochen ist. Und das ist der Knochen. Vom Knochen, dieses restliche Fleisch. Ist schön weiß. Ja, das ist schön weich. Ist ja schade, das wegzuschmeißen. Und vor allen Dingen hat die Brühe einen schönen KAßLER-Geschmack. Und guck mal, wie viel Fleisch das ist. Das würde man jetzt einfach wegschmeißen. Zu schade, ne? Aber es ist noch ein bisschen warm. Aber hier, guck mal, das ist alles Fleisch. Kann man alles dazu nehmen. Was man ja sonst im Müll schmeißt. Ist ja, wenn man so eine Suppe macht, die Brühe das Wichtigste. Und das ist eine schöne KAßLER-Brühe durch den Knochen. Und zusätzlich haben wir noch schön viel Fleisch. Abkühlen lassen. Na, guck dir mal die Massefleisch an. So. Wird das jetzt alles nur von den Knochen? Wahnsinn, ne? So viel. So, und dann auch ein bisschen noch klein schneiden. Muss ja nicht allzu klein sein, aber so, dass man es essen kann. Hier hatte ich ja noch die zwei Scheiben extra. Hätte man ja nicht gebraucht. Aber das ist okay. Man muss bloß aufpassen, dass es nicht allzu weich ist, weil wir müssen es ja noch mal kochen. Ne? Mit den ganzen Gewürzen, Paprika. Dass man ein klein bisschen noch Biss hat. Jetzt haben wir ja das Fleisch geschnitten und jetzt kochen wir unsere Soljanka. Ein bisschen Öl. Unsere geschnittene Gurke. Paprika, Pulver,
Tomatenmark auf die Masse, ist eine Tube. Ist erstmal okay. Ein paar frische Tomaten. Zucker. Wie viel? Drei, erstmal drei. Drei Esslöffel. Dann von unserem Kokenwasser, was wir hier haben. Bisschen. Und Zitronen. Der Tomaten sich gut verteilt. Jetzt kommt unser geschnittenes Fleisch dazu. Das sieht doch schon gut aus, ja? Jetzt kommt dazu nochmal Blaubeerblätter. Dann machen wir jetzt nochmal drei Biere. 1, 2, 3. Ist okay. Dann unsere Brühe von den Knochen und von dem Fleisch, was wir vorher abgekocht haben. Da füllen wir das jetzt so auf, dass alles gut bedeckt ist. Hier sind die alten Lorbeerblätter drin, daher jetzt frische. Das ist schön kräftig, hier wird es. So, und jetzt heißt es wieder warten. Einfach kochen. Ich denke so 15 bis 20 Minuten ungefähr. So. Das ist das Ergebnis. Eine schöne Soljanka aus den Resten und den Knochen vom Kassler mit Paprika, Gurke. Bon Appetit. Finish? Finish. Und hier habe ich was für dich vorbereitet. So sieht es dann aus. Soljanka mit saurer Sahne und Apfel-Zwiebelbrot. Lecker. Bon Appetit, Mademoiselle.